Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Craft Attack 10. Und heute habe ich mir gedacht, dass ich mal an dem Tunnel weiterbaue. Ich habe also wieder nicht gestreamt. Da kann man mir natürlich vorwerfen, warum immer noch nicht und so weiter. Also ich habe auch überlegt, soll ich es jetzt machen oder nicht. Aber ja, es ist letztendlich eh in letzter Zeit echt etabliert, dass ich das eben nicht mache. Und deswegen würde ich das auch weiterhin gutheißen. Aber naja, es heißt jetzt auch nicht, dass ich es gar nicht mehr will oder so. Ich denke, an anderer Stelle spreche ich schon oft genug darüber, deswegen würde ich das gar nicht allzu sehr ausweiten, sondern mich lieber mit ein paar anderen Sachen beschäftigen. Bis auf hier, da sollen ja nicht plötzlich grundlos zwei Blöcke sein statt einem, aber gut, wir gehen mal weiter hoch und, ah ja, hier hatte ich das so gelassen, okay. Ich habe jedenfalls gesehen, wie man das besser machen kann mit den Wasserflüssen und da würde ich eine Sache austesten, dass man nämlich ganz einfach diesen Wassereimer nur aus einer einzigen Ecke strömen lassen und dann könnten wir doch dazu übergehen, dass diese Blöcke genutzt werden, dass das da weiter runterfließt, oder? Warte mal, ist das hier überhaupt richtig oder sind das noch irgendwelche Blöcke, die nicht richtig abgeflossen sind? Das ist gerade die Frage, aber ich denke, das sollte schon stimmen. Also wir haben jetzt hier die entsprechenden Stellen bereits an vielen Orten ausgebaut, wo das weiterfließt. Da müssen wir nur noch ein paar ergänzen, das sollte dann passen. Das Ziel wird sein, dass am Ende alle Items in dieser Ecke landen und ach, wahrscheinlich müssen wir sogar noch einen weiteren Block runter, das ist schade. Aber anders wird es wohl nicht möglich sein. Da werde ich den Trichter bzw. die ganze Station nach hinten verschieben müssen, auch mit den entsprechenden Balken da oben, aber das ist ja eh noch alles so unfertig, dass mir das auch egal wäre. Und zwar finde ich es erstmal bemerkenswert, dass ich es erneut hinbekommen habe vor meiner Online-Vorlesung, die eigentlich jede Woche Dienstag ist, aber letzte Woche war ja Projektwoche. Jedenfalls heute wieder eine Aufnahme zu machen von TinyCA. Das hat sich schon ein bisschen zu einer Tradition entwickelt, obwohl, naja, wir hatten eigentlich ja auch erst bislang drei solche Vorlesungstage. Einer war damals ja sogar noch im Präsenz und naja, heute soll es auch ein bisschen genau um das gehen wieder. Nämlich dieser Online-Unterricht und wie der in nächster Zeit aussieht. Also erstmal muss ich sagen, es hat natürlich den Vorteil, dass ich immer kurz vorher noch schön aufnehmen kann, weißt du, um allein die Zeit zu überbrücken, denn manchmal hat man eh noch ein bisschen übrig und da denkt man sich, ach naja, bevor du jetzt hier nur rumsitzt und wartest, da machst du eben noch eine Folge und da kann man immer viel, viel besser, als wenn man dann in Präsenz unterwegs ist, solche Sachen miteinander verbinden, auch mal in einer Pause oder so. Das habe ich schon 2020, 2021 immer auszunutzen gewusst. Da gab es ja sehr, sehr viele Online-Geschichten. Heute ist es ja doch weniger geworden, obwohl in nächster Zeit das Ganze wahrscheinlich fast nur noch so stattfinden wird. Denn wir haben ja einen Dozenten, der das ganze Semester oder zumindest bis Ende des Jahres jetzt krankgeschrieben ist und deswegen nicht kommen kann. Und zwar wegen eines gebrochenen Armes. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber früher, denn da hätte alles ausfallen müssen, direkt wenn das bekannt geworden wäre. Aber heute gibt es eben die Möglichkeit, dass das trotzdem stattfinden kann. Und deswegen sollte man das nicht immer nur negativ sehen, muss ich sagen. Also früher habe ich das auch anders bewertet. Da fand ich den Online-Unterricht an vielen Stellen noch als eine Einschränkung. Und wahrscheinlich trifft das auch für die Bachelor-Module nach wie vor zu, aber wenn wir jetzt uns im Master zum Beispiel bewegen, da ist das insgesamt einfach viel, viel angenehmer, denn wir müssen zum Beispiel ja jede Woche so einen Vortrag machen und da würde ich ungerne das jedes Mal in Präsenz machen müssen, denn das ist schon stressiger, wenn du tatsächlich vor den Leuten stehen musst und das erzählen, statt wenn du einfach dich so hinsetzt und das viel entspannter vorstellen kannst. Es besteht dann direkt auch nicht mehr so eine unmittelbare Gefahr, dass du irgendwie einen Blackout hast oder so, wie ich gerade, by the way. Ich wusste irgendwie anderthalb Minuten lang nicht mehr, wie ich weiterreden wollte. Das ist immer übelst schlimm, wenn so eine Blockade direkt kommt. Alter, vor allem, ich bin gerade in Zeitdruck und kann mir eigentlich das nicht leisten, hier die Folge ewig in die Länge zu ziehen, von der Rohaufnahme her. Deswegen bin ich immer sehr, sehr angefressen direkt, wenn das einfach nicht klappt und ich nicht in diesen Redefluss komme. Was soll das? Naja, aber abgesehen davon muss man natürlich solche PowerPoint-Präsentationen nach wie vor basteln und das eben
jede Woche einhalten, das ist natürlich klar, aber ich hätte halt echt keinen Bock drauf, das immer in Präsenz vorzustellen und ich hoffe, dass deswegen das auch noch im Januar bzw. Anfang Februar so sein wird, wenn ja das Semester sich dem Ende entgegenneigt, dass wir dann doch auch online haben, denn der Dozent ist sich noch nicht sicher, wie lange das nun wirklich mit der Krankschreibung dauert, vielleicht erfahren wir da sogar heute schon was, aber ich denke, es ist auch im Sinne der Adventszeit zum Beispiel viel schöner, wenn wir jetzt erstmal eine Entspannungsphase haben und nicht immer in Präsenz da vorstellig werden müssen. Denn gerade die Zeit will ich jetzt auch mal wieder ein bisschen genießen können und in den letzten Jahren ist mir das schon immer nicht so wirklich gelungen. Zum Beispiel vor einem Jahr mit der Bachelorarbeit, wo ich ja immer ständig in diesen Praktikumsbetrieb musste, der mir auch nicht so wirklich gefallen hat. Ich habe das in Top Attack schon erzählt, mehrere Male oder mehrere Folgen lang. Und vor 2 Jahren hatten wir die Situation, dass wir das ähnlich wie jetzt hatten mit diesem Projekt, aber dazu noch ganz viele andere Module und irgendwie hat einen das dadurch überfordert. Vor allem mussten wir da auch programmieren und so weiter, was mir erstmal nicht so wirklich liegt. Ich habe darüber neulich sogar mit Shandy gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Folge gewesen ist. Ich glaube nicht. Da ging es nur um Mathematik versus Informatik, ob das tatsächlich zusammenhängt und so ein paar Sachen, denn er hatte den Eindruck, dass ich gut bin im Programmieren und mich damit auskennen würde, weil ich immer mal so Sachen droppe, was Minecraft angeht, aber eigentlich bin ich darin eine Niete. Also wenn ich jetzt Quellcode sehe, da kannst du mich mit jagen. Und deswegen war das einigermaßen anstrengend damals. Da mussten wir nämlich in Excel sowas machen. Ich habe darüber auch mehrere Male erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen hoffe ich, dass ich in diesem Semester um solche Aufgaben herumkomme. Also es ist noch nicht ganz klar, ob und inwiefern das stattfindet, wer das machen muss zum Beispiel. Wir sind ja eine viel größere Gruppe als damals, deswegen stehen die Chancen gut, dass ich nicht unbedingt dabei sein werde, aber die Frage ist halt, wer macht's dann? Wahrscheinlich werden wir sogar heute das alles mal verteilen weiter. Ich weiß es noch nicht, steht alles noch in den Sternen, aber okay. Jedenfalls muss ich sagen, dass das vor 2 Jahren dann eben auch nicht so geil war von der Weihnachtszeit her. Vor 3 Jahren sowieso, da war es ja absolut schlimm mit dem Hauptpraktikum, was wir hatten. Über 18 Wochen und hin und her. Dann vor 4 Jahren war es sogar auch relativ stressig, weil wir da sehr, sehr viel Unterricht hatten. Da musste ich noch pendeln. Also da hatte ich nicht die Möglichkeit, in der Nähe meiner Hochschule direkt unterzukommen, sondern ich habe da noch immer mit dem Zug fahren müssen, manchmal 2-mal täglich hin und her. Und das war schon auch eine besondere Zeit. Vor allem ging das auch 1,5 Jahre auf die Art und Weise. Und naja, irgendwann hatte man so ein bisschen die Schnauze voll. Aber auf der anderen Seite hat es auch seinen Charme und vielleicht hat man auf eine andere Art und Weise einfach die Weihnachtszeit trotzdem genießen können. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir dieses Jahr bis jetzt eigentlich die beste Ausgangslage haben. Natürlich ist die Frage, was inhaltlich kommt, an Stress noch für die einzelnen Module, denn so richtig kann ich das nicht einschätzen immer. Ne? Ich bin da so unsicher, was das Ganze angeht, ob das so bleibt wie jetzt oder noch mehr Aufwand wird. Ich will da auch nicht den Tag vorm Abend loben. Wie es sich allerdings erstmal anfühlt, muss ich sagen, dass es, glaube ich, nicht ganz so schlimm wird wie damals, beziehungsweise wie befürchtet, denn ich hatte mir schon Gedanken gemacht, wie das wohl wird und da ist mir die ganze Zeit eingefallen, oh nee, das noch und jenes noch. Jedoch glaube ich, dass es gar nicht mal allzu schlimm werden müsste. Naja, aber darüber reden wir später, wie sich das weiterentwickelt etc. Auf jeden Fall glaube ich, dass das schon mal einiges an Stress rausnimmt, wenn wir jetzt auch wöchentlich die Sachen zum Beispiel machen müssen für beide Module. Bisher bin ich ja verschont geblieben, zumindest von dem einen, weil das erst vor 2 Wochen überhaupt gestartet ist und das war auch stressig, by the way, aber darüber rede ich glaube ich in einer anderen Folge nochmal. Jedenfalls denke ich sogar, dass ich nur auf diese Online-Art und Weise das jetzt hinkriegen kann in nächster Zeit, ohne mich allzu sehr zu stressen, denn da hat man natürlich noch viel, viel mehr Freiräume, wie schon gesagt, und kann sich vieles flexibler einteilen. Vor allem ist es im Prinzip egal, von wo aus ich das zum Beispiel mache. Deswegen ist man um einiges schon mal ungebundener, was auch bestimmte Termine angeht, die man sich sonst legen muss. Und ich finde es insgesamt einfach eine gute Sache. Vor allem, wir haben ja dieses Jahr noch eine Woche länger als manchmal sonst. Also es geht jetzt, glaube ich, bis zum 22.12. unsere Semesterzeit. Also da haben wir jetzt quasi mit dieser Woche 5 Wochen hintereinander. Bisher war es ja immer mal so, wir hatten eine Projektwoche dazwischen oder mal Feiertage oder das eine Fach ist die ersten 3 Wochen komplett ausgefallen. Aber nun müssen wir wirklich durchziehen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, vor allem bis zum Ende. Ne? Ich meine,
wir haben dann zwar bis zum 7.1. frei, aber so bis kurz vor Weihnachten, wo man ja auch Geschenke und so weiter noch kaufen will, also zumindest im Dezember generell, da ist es allgemein einigermaßen stressig, wenn man zu viel Unterricht zum Beispiel hat und wenn das immer vor Ort sein muss. Deswegen bin ich froh, auch aus dem Blickwinkel, dass das bei uns nun so organisiert ist. Also damit kann man generell einfach viel anfangen und damals hatten wir zum Beispiel die Projektwoche auch noch kurz vor Weihnachten. Das heißt, das hat auch da noch ein bisschen die Routine rausgenommen. Dieses Jahr ist es nun mal viel, viel früher gelegt worden, mittendrin. Und wenn das nun schon so ist, dann ist es allerdings schöner, wenn die anderen Geschichten dann nicht mehr unbedingt auch so streng ablaufen müssen, sage ich mal allgemein. Ne? Aber trotzdem muss man es natürlich ernst nehmen, das sollte man nicht vergessen. In nächster Zeit werde ich auch hier und da noch viele Themen diesbezüglich aufgreifen, aber ich denke, für diese Folge sind wir erstmal durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Im Vorfeld hatte ich nämlich schon viele andere Ideen, was ich noch mit einbringen will, beziehungsweise vorhin auch noch während des Sprechens, aber das entfällt einem dann teilweise immer. Aber gut, mit diesem Thumbnail würde ich euch erstmal entlassen. Ich denke mal, das ist doch ganz passend, oder? Machen wir noch so eins. Okay, und ich suche mal eins aus später. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.